Ja, ich sitze hier zusammen mit dem Matthias Schmidt. Das ist der Chorleiter des MGV Liederkranz Kleeberg. Danke, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, den Zuhörern von Radio WWW ein klein wenig Insights zu geben über deine Arbeit im MGV Kleeberg und auch über den Verein selbst. Du bist ja schon seit mehr als 20 Jahren Chorleiter vom MGV Kleeberg. Sänger und du, ihr seid inzwischen ein eingespieltes Team und ich würde mal so weit gehen, ihr kennt euch in- und auswendig. Damit auch die Zuhörer sich ein Bild von dir machen können und vielleicht ein paar zusätzliche Informationen bekommen, mit wem ich hier das Vergnügen habe. Vielleicht könntest du zum Anfang ein paar persönliche Worte über dich verlieren und vielleicht auch ein paar Stationen deines Werdegangs bisher beschreiben, wie du dann am Ende zum MGV gekommen bist. Das Entscheidende, glaube ich, ist in dem Moment, wie ich natürlich zur Musik kam. Im Alter von 8 Jahren begann ich auf der einen Seite Klavier zu spielen, bekam Unterricht, bin auf der anderen Seite ins musische Internat gekommen. Das ist die Ausbildungsstätte der Limburger Domsignaben. Und dort habe ich dann weitgehend meine Kindheit verbracht, insgesamt 11 Jahre lang als Limburger Domsingknabe. Und eine solche Zeit prägt dann schon ungemein. Man hat ganz viel Ausbildung in Gesang, Einzelausbildung in Gesang, auch in Musiktheorie. Und irgendwann macht man dann Abitur und hat irgendwie, ja, ich glaube, gefühlt schon ein kleines Musikstudium hinter sich. Nach dem Abitur hatte ich dann erstmal eine Banklehre gemacht, Bankkaufmann. Wie der Vater immer so schön sagte, lern erstmal was Vernünftiges, bevor du irgendetwas anderes machst. So wurde ich dann in einer Ausbildung zum Bankkaufmann nach 2 Jahren und danach habe ich dann das Studium begonnen. Mein ursprüngliches Ziel war dann zunächst gar nicht mal die Musik, sondern eigentlich ein Jurastudium. Das habe ich auch begonnen. Und erst im Verlaufe des Jurastudiums habe ich dann wieder Musik studiert, weil es irgendwie mich nicht losgelassen hat, die Musik. Und dann begann ich Musikwissenschaften und Musikpädagogik noch zu studieren. Und dann habe ich das Ganze ein wenig umgeswitcht auf einen Magisterstudiengang in diesen 3 Fächern. So, in dieser Zeit, wie das so ist, der Student ist natürlich meistens sehr, sehr klamm und dann begann man natürlich auch, sich erstmal was dazu zu verdienen. Mein Chorleiter, der Domsingknabe, hatte mich mit 15 Jahren einfach mal zum Chorleitungskurs und zur CEOS-Bildung angemeldet. Das ist die nebenamtliche Ausbildung für Kirchenmusiker, CEOS-Bildung im Bistum Limburg. Und dann wurde ich mit 15 Jahren dort einfach sozusagen in die Ausbildung gesetzt von meinem damaligen Chorleiter. Und dann begann ich eben das Chorleiten zu erlernen. Und dann kam das eine zum anderen. Und mit 17 habe ich den ersten Chor übernommen, weil in einem Bekanntenkreis, bei einem Kirchenchor, wurde ein Chorleiter gekündigt und es wurde ein neuer gesucht. Und ja, und ich war gerade fertig mit der Ausbildung und irgendwie hat es mich dann gleich zu meinem ersten Chor verschlagen. Und so ging das dann Schlag auf Schlag. Das alles so während der Schule noch und während der Bankausbildung, die ich ja dann noch hatte. Wenn man dann so ein bisschen mitzählt, dann mal bis 21 war ich ja dann noch mit Abitur und Banklehre noch beschäftigt. Und so hat sich das dann weitergeführt. Also es war trotzdem irgendwie das Ziel, dass ich ursprünglich natürlich in einem Jurastudium ende, komplett oder als Jurist ende, aber dann hat sich das alles dann doch ein wenig gedreht. Die Erfolge mit den Chören stellten sich ein, die musikalischen Erfolge, und so kam dann irgendwann die Überzeugung auf, mein Hobby dann doch zum Beruf zu machen und eben mehr als nur Hobby zu sein. Und so kamst du dann mit der Zeit zum MGV Kleeberg. So kam ich dann 1996 zum MGV Liederkranz Kleeberg, ganz genau.